So, wollen wir mal schauen, was die Löwen so treiben? Ja. Oh, die sehen aber nicht sehr freundlich aus. Mal schauen, was sie zu sagen haben. Ein Mensch, da ist ein Mensch. Das kann nicht möglich sein. Kein Mensch darf diese Höhle betreten. Ja. Kommt her, ey, ich zeig euch, was ich so drauf habe. Na, kommt her! Ach. Wer wagt es, diesen Kampf zu unterbrechen? Natürlich nur der König der Löwen. Mann. Tapferer Mensch, wer ist nicht in unserem Königreich willkommen? Wir sind sehr stolz auf dich. Gut gesprochen, my Lord. So, ich bin schneller als ihr. Tierfels. So, was hat er zu sagen? Ich bin bewunderte die Mutigen. Du bist hier sehr willkommen. Ich bin König Leon. Bla 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 bla. Was sagt die Mom? Ich bin Leons Frau, die Mutter Liams. Ich habe eine große Bitte. Mein Sohn Liam absolviert in der Schlucht eine Mutprobe. Und diese Mutprobe ist das nervigste im ganzen Spiel. Ihr werdet noch sehen, warum. Aber schon allein der Gedanke regt mich jetzt schon auf. Naja. So, erstmal hierhin zurück. Weil ich hier noch etwas abholen muss. Und hier ist es auch schon. Glückselixier. Glück um 1 gestiegen. Super gut. Ich stehe auf Glück. Könnte ich mir die Elixiere aussuchen, würde ich nur Glück wählen. So. Und nun zur Mutprobe des kleinen Löwen Liam. Oh Mann. Herr Kaktus, was sagen Sie dazu? Löwen sind ungewöhnlich zähe Burschen. Der kleine Prinz muss sich der Prüfung in dieser Schlucht stellen. Danke für den Hinweis. Und Frau Eule, was sagen Sie? Vor einiger Zeit ging ein kleiner Löwe in diese Schlucht. Haha. Ja. Oh Mann. Ein sehr tiefer Fall. Aber ungeschadet kommt er auf beiden Füßen auf. Ich wünschte, ich hätte auch solche Monsterbeine. So, und da ist er auch schon. Danke für die Rettung. Ich dachte, ich sei am Ende. Hey, ist schon gut. Du scheinst noch ziemlich jung zu sein. Ganz allein an einem so gefährlichen Ort. Hast du keine Angst? Bla 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 bla. So, jetzt fängt's an. Ich muss die ganze Zeit warten, bis er zum Bildschirmende kommt. Und er ist viel langsamer als ich. Naja, da muss ich jetzt durch. Währenddessen kann ich ja schon mal die Straße säubern. Oh Mann. Und schieb, was das Zeug hält. Und jetzt muss ich warten. Und das Beste kommt jetzt auch noch, dass er gleich rumtönt, dass er so, dass ich so lahm bin. Wie sollen wir denn diese Klippe bewältigen? Okay. Jetzt kommt's. Oh. Wie konnte das passieren? Hey, Großer, bist du aber lahm. Leg einen Zahn zu. Dafür könnte ich den hauen, ey.
Komm her, du Schlammmonster. Zack. Du auch. So, was sagt er jetzt? Hey, Großer, was ist denn los? Wir sollten uns lieber beeilen. Also so zu... Leck mich. Wenn ich jetzt den Bildschirm schon verlasse, dann muss ich wieder zurück zu dem Punkt, wo er steht. Wow, das macht aber Spaß. Wenn das immer so ist, würde ich jeden Tag eine Prüfung ablegen. Ja, aber ohne mich. Oh Mann. So, jetzt geht er erstmal in diese Sackgasse hier. Und dann sagt er, ups, ich habe mich vertan. Hahaha, sehr witzig. Boah. Was sagt er? Hoch, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen umkehren. Och, ich... Kein Teil von mir ohne, wo ich ohne dass ich getestet werde. Lass die Zeit kurzer. So, ich provoziere jetzt ein bisschen. Ich stehe jetzt extra so penetrant da. Ah. Oh, hier ist eine Abzweigung. Wo geht es denn weiter, Großer? Rechts entlang. Ich bin ein Wahrsager. Und zack. Ups. Und wieder warten. Das ist echt ein doofer Teil. Was soll ich machen? Ich will aber auch kein Video, also ich will alles komplett haben. Ich werde alles reinstellen, egal wie schlimm es ist. Ich hoffe, er kommt. Ja, da ist er. Und hier gibt es noch nicht mal einen richtigen Boss, das ist eher ein Witz, was gleich kommt.